Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Guck mal, da laufen die wieder. Wir fahren heute den Waggon einmal zu unseren Leuten. Die Draisine wird sie eigentlich hinten hängen bleiben. Können wir bestimmt noch gebrauchen. Das kostet doch alles Energie. Ja, egal, wir fahren einfach mal weiter und überfahren die Leute. Yay, hallo! Soll ich jetzt aussteigen? Das ist irre. Ein Schon Waggon? beim Störsender war mir Onkel klar, dass Arjun, du Onkel was drauf Arjun, hast. kannst du mein Teddy Oh, suchen? was für ein Prachtstück. Oh, man kann sehen, dass sie ordentlich gepflegt wurde. Im Gegensatz zu meinem armen alten Mädchen. Artyom, komm mal hier Wie hoch. schnell sie auf Ich gerader muss Strecke etwas mit wohl dir fährt, besprechen. das muss ich Crest unbedingt fragen. Obwohl, gibt es nach all dieser Zerstörung überhaupt noch eine gerade Strecke? Dieser Crest ist ein ausgekochtes Schlitzohr, wenn er mit diesem kleinen Ding solch eine Reise unternimmt. So, wie konnte ich die Waffe nochmal wegstecken? Ich weiß nicht, scheiß drauf. Hier ist dann ein Teddy. Teddy? Teddy? Bist du wirklich wieder da? Du bist mein Held, Teddy! Mama, Teddy ist wieder da! Was sagt man da? Oh, vielen Dank, Onkel Artyom. Dankeschön. Bitte, du glitscht ein bisschen rum. Danke, Artyom. Jetzt wirft sie ihn Wie ins soll ich dir Feuer. bloß danken? Danke, Artyom. Du bist ein Held. Ich weiß, ich weiß. Ich stehe tief in deiner Schuld. Weil du der Papa bist. Ja, ich habe noch die Gitarre abzugeben, ja? Chill mal. Und ich wollte hier mal kurz reingucken. Okay, wird wohl nichts. Okay, der Waggon ist doch größer, als ich dachte. So. Wo ist der Rest unserer Holding? Ayatjon. Hey. Sag mal, der Rest ist weg. Okay. Ja gut, dann behalte ich die Gitarre. Mir egal. Na los, der Alte wartet schon. Ja. So, kurz mal check. Wir waren eigentlich überall. Außer da geradeaus. Aber ich glaube, da ist die Brücke, ne? Das ist die Brücke. Ja, dann haben wir alles erledigt. Easy. Du bist wieder zurück. Das war großartig. Danke sehr. Der Plan sieht so aus. Deine Gruppe erobert das Schleppschiff und dann bringst du es mit Duke und Crest zur Brücke. Während Crest die Wachen ablenkt, dringst du mit Duke in die Steuerzentrale ganz oben ein und ihr lasst die Brücke herab. Auf dein Zeichen hin werden wir das Tor rammen, euch einsammeln und ich bete zu Gott, dass es funktioniert. Ich kann dich und Duke nicht direkt unterstützen. Laut unseren Informationen wird das Tor von der Hauptstreitkraft des Feindes bewacht. Eine Sache noch, Artyom. Pass auf Duke auf, ja? Er ist ein guter Späher, aber geht leider oft unnötige Risiken ein. Klar, er ist jung, aber wenn er so weitermacht, wer weiß, was noch passiert. Also sei ihm ein gutes Beispiel und erledige das heimlich und leise. Du bist sein Vorbild. Und als solches solltest du daran denken, dass du zur Sondereinheit gehörst, nicht zu den Panzerjägern. Viel Glück, Artyom. Okay, wir haben also eine neue Aufgabe erhalten. Ich kann hier rausgehen. Ist hier irgendwas? Gitarrenjunge? Nö. Kann ich rausspringen? Ich kann nicht mal springen. Ich kann mich ducken. Na gut. Ich hoffe, der alte Mann ist mir nicht im Weg, wenn ich reingehe. Sehr schön. Du brauchst eine Pause? Nein. In Ordnung, aber nicht zu lange. Du wirst am Hafen gebraucht. Tut, bitte. Lass mich springen. Ach Gott. Alter Mann ist im Weg, wie immer, ey. Ah.
Der gerade nicht irgendwas. Achso. War wahrscheinlich einfach nur die Fahne. Dann laufen wir halt einmal rum. Aber sonst nichts Besseres zu tun. So, und wenn wir wiederkommen, haben sie den Waggon wahrscheinlich hinten dran gehangen. Wir haben ja neue Waffen und so weiter bekommen. Ja, ja. Offenbar habe ich mir unnötig Sorgen gemacht. Wir haben ja eine neue Sache bekommen. Naja, wir haben uns alle Sorgen gemacht. Naja, aber Anna hat es auf die Spitze getrieben. Schau mal, Artyom. Ich habe eine Verbesserung für dein TH fertig. Probier sie einfach mal aus. Huh? Zum Montieren kannst du gerne die Werkbank nutzen. Horizont-Magazin erweitert. Version des Röhre-Magazins, die bis zu 27 Stahlkugeln oder 9 Hülsen fassen kann. Aha, Stabilität geht aber noch weiter runter, ne? Ja, ich bin eigentlich zufrieden damit. Vielleicht sollten wir Munition und so weiter gucken. So, wir haben wahrscheinlich auch ohne Ende Ressourcen, ne? Ja, ich habe mehr als genug. So, machen wir hier nochmal. Wir sind reich, alter Schwede. So, was machen wir hier? Genauigkeitsschussfolge. Kleineres Magazin, erhöht die Genauigkeit. Ja gut, Genauigkeit brauche ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt. Ja, wir brauchen aber eine automatische. Das geht nicht anders. Wenn ich hier gucke. Also vom Schaden her ist das hier wohl ultimativ, ne? Also wenn wir jetzt darauf gehen. Oh, die genau. Och, das ist eine Schrotflinte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da behalten wir die. Ganz klar. Langer Lauf, oh yeah. Brauchen wir ein Visier? Ja. Das wird ja meine Sniperino. Schrotflinte wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber ich muss halt überlegen, was ich alles brauche. Am besten wäre eine Waffe, mit der ich. Bist du bereit für den letzten Vorstoß? Viel Glück. Und danke nochmal. Lärm mache. Aber dafür habe ich ja die. Meine Lieblingswaffe schon immer gewesen. So, wir gehen da unten hin. Das heißt, wir müssen hinten rum. Da ist auch ein Boot. Ich könnte mit dem Boot dahin gehen. Da kann ich auch tatsächlich schlafen. Na gut, dann sollten wir auf jeden Fall nachts hingehen. Ja, die kriegt ihr noch, die kriegt ihr noch. So. Wann war ich denn da? Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht. Habe ich hier noch Stuff zu holen? Glaub nicht. Wir sind wieder durchgebrettert und haben die Jungs hier überfahren, ne? Ah, guck mal, hier ist die Treppe. Gehen wir einfach mal die Treppe hier runter. Ja, tolle Treppe haben wir hier. Da ist das Bötchen. Ich ignoriere aber das Boot, weil das Boot ist mir ehrlich gesagt zu gefährlich, wenn das Fischi da ist. Hätte ich Fischi umgebracht, wäre das eine andere Geschichte. Aber so. Laufe ich richtig? Ich laufe richtig, okay. Warte, ich sollte. Ach, verdammt, da läuft wahr. Gut, nehmen wir die Waffe. Ah, ich weiß jetzt, wo wir sind, okay. Ich war hier tatsächlich schon mal. Da habe ich was sich bewegen sehen. Da ist noch einer. Ich glaube, ich wurde entdeckt. Oh.
Alter, muss das so lecken? Na komm. Kommt, Ladies. Kommt nur her. Oh, feiner Headshot. Du bist tot. Nein! Hör auf zu bellen. Oder zu heulen. Oh Gott. Hoffentlich kommt hier nichts mehr. Hier hatten wir die Anomalie gesehen. Deswegen konnten wir uns hier noch bedienen. So. Wir haben ja hier eine Hütte und da unten. Wollte ich hier direkt schlafen gehen? Ach, hier war Anna. Stimmt, da ist Anna runtergefallen. So, dann gehen wir jetzt mal schlafen, damit es dunkel wird, ne? So, ja. Gut, einmal bis es dunkel ist. Und mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja dieses Mal zu schleichen. Das wäre schön. Gibt nichts Schöneres, als die Leute schleichen fertig zu machen. Ich weiß, wir kommen dadurch natürlich nicht so schnell voran und so, aber... Es geht mir hier hauptsächlich um Spaß. Nicht darum, ein Let's Play durchzurushen. So, ich sehe da einen Schalldämpfer dran. Ja. Tolle Wurst. Ich hoffe, die kriegen nicht mehr, dass ich hier bin. Atjom, ich sehe dich. Komm hier hoch auf den Kran. Was für ein Kran? Ach, der Kran. Oh nein, das sind doch die Ghule. Ob die was mitbekommen haben? Nicht die beste Idee gewesen. Ich wollte eigentlich den hier machen. Huch! Ach, scheiße, Mann. Das kann doch nicht euer Ernst sein hier, ey. Ist mir egal, dass ich jetzt leer mache. Viele waren hier eh nicht mehr. Oh, da geht's jetzt los. Ha, die kommen mir nicht hinterher, die Idioten. Oh, jetzt bricht der Krieg aus. Na los! Kämpft! Okay, sie sind aber nur noch zu zweit, ne? Ach, jetzt verschwindet ihr in eurer Hütte. Ist klar. Da kommen die Wurzelviecher und dann haut ihr ab. So. Und wir gehen jetzt zum Kran. Ah, zu den Ghulen. Oh. Oh, hi. Okay, hier ist anscheinend gesichert. Lass uns den Plan noch einmal durchgehen.
Sobald sich das Schleppschiff in unseren Händen befindet, gehen Sam, Idiot und ich zurück zu Aurora, während Atyom, Duke und Crest das Boot zur Brücke bringen. Viel Glück. Was für ein Pech, hier postiert zu werden. Hat er nicht gerade gesagt, dass hier nur zwei sind? Jetzt ist es zu spät. Okay, versuchen wir den ersten auszuschalten. Oh, erschreckt mich doch nicht so, Vibe. Links von mir am Arsch. The fuck? Willst du mich verarschen? Da liegt eine Leiche, Mann! Misha! Hey, was ist denn los? Gott, ist der dumm! Alter, ist das dein Ernst, Crest? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, das ist nicht sein scheiß Ernst, ne? Er versteckt sich hier! Also stellt alles auf den Kopf! Wir haben einen Toten! Hey! Ach, Crest! Ich wollte hier schleichend durchgehen. Ich wollte das professionell durchmachen. Und was macht Cress? Der pfeift sich da ein zurecht. Und dann kommt er runter, natürlich. Ja, klar. War ich nicht. Na super. Cress! Oh Gott, regst du mich jetzt auf? Ah. Crest, du bist scheiße. Wolltest du mal gesagt haben. Oh, jetzt sind sie alle. Oh nein, jetzt sind sie alle hinter mir her. Oh nein. Gibt's echt nicht. Da pfeift er sich ein zurecht. Und ich. Mann. Warum? Was machst du denn da? Schleicht er nur durch die Gegend. Okay, da hängen auf jeden Fall noch welche rum. Ja, ja, irgendwann. Beklauselagere eure Leute. Mann, Leute, was könnt ihr eigentlich? Echt? Ich hatte ihn gerade im Visier und dann schießt ihr wie bekloppt rum. Ist da oben einer? Okay, wir gehen jetzt aufs Schiff. Aber erstmal looten wir. Ja, Duke, du hast es drauf. Nicht so wie Crest, der Lappen. Oh, so viel Loot. Ja. Ja. Ist hier irgendjemand? Ne? Okay, gut, perfekt. Jetzt kann ich wenigstens wieder ein bisschen rumschleichen. Oh. Mein Loot. Ein Schweinchen. Sag bloß, der ist jetzt auch tot. Die lassen mir ja gar nichts übrig. Ja, Schweinchen.
Ist hier überhaupt noch jemand? Ich höre niemanden mehr. Ich wette, hier hätten die geschlafen und ich hätte sie alle auf einmal ausschalten können. Aber nein, Crest muss einen auf Hühnchen machen. Ach, okay. Deswegen arbeite ich auch am liebsten alleine. Genau wegen so einer Scheiße. Ah, hier geht's runter. Okay. Oh ja, was Neues bekommen. Nice. Ob da noch irgendwo einer ist? Scheint nicht so. Okay, wir sind auf dem Bötchen. Wahrscheinlich hätten wir uns einfach nur reinschleichen sollen und uns hier verstecken müssen oder so. Ich habe keine Ahnung. Ach, da ist das Büchchen. Aber wir hatten hier noch Leichen, das weiß ich. Wie bist du denn hier drin gestorben? Wie hast du das denn hingekriegt? Achso, der ist hier irgendwie reingefallen. Hä? Nee. Ich habe keine Ahnung, wie der gestorben ist, aber ich nehm's hin. Ich denke mal, jetzt kommt die Ghule raus oder so. Deswegen wird da noch geschossen. Ich wüsste sonst nicht, wo die hinschießen. Na gut, wir haben alle gelootet. Hier müsste vielleicht irgendwo noch einer liegen. Ah, da. Guck mal, der fliegt in die Luft. Yay. Da freut er sich, dass ich ihn loote. Hab ich doch gegen gemacht, Kollege. Und jetzt? Nicht schießen, ich kann bezahlen. Die Waren, nehmt sie euch. Ihr könnt die Waren haben. Ruhig bleiben, wir sind's. Ich könnte ihn einfach erschießen, oder? Ich mach's mal nicht. Gute Arbeit, Artyom. Artyom, unseren Leuten geht es allen gut. Das hast du gut gemacht. Schade, dass wir das nicht unauffällig hinbekommen haben. Ja, Crest. Schade, ne? Zu spät, falls nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Viel Glück, Leute. Mögen Wind und Wasser euch gnädig sein. Und Artyom, gib gut Acht. Ja, das können wir gebrauchen. Günstige Winde. Wir könnten gebrauchen, dass du abhaust. Alle an ihre Station und lichtet den Anker. Wir fahren die halbe Strecke dorthin und warten dann bis 4 Uhr im Schiff. Wir sollten am frühen Morgen dort ankommen, wenn der Nebel besonders dicht ist. Es ist schon ziemlich früh. Du hast eine Stunde, also los. Zieh durch. Zieh durch. Hallo? Achso. Artyom, Duke, wir sind jetzt fast da. Da, seht ihr das Feuer ganz oben? Das ist der Kontrollposten. War es zumindest mal. Jetzt ist es ein Schrein. Näher an Gott, versteht ihr? Dort müsst ihr hin. Ich lenke jetzt die Wachen ab. Okay, bin ich mal gespannt, ob wir dieses Mal ungesehen dahin kommen können, Duke. Hey, du da an Land! Fang die Leine! Mein Crest. Bereit! Hey, Matrose! Was machst du da mit deinem Kahn? Was willst du jetzt verkaufen? Du bist so lustig! Hast du eine Plane, lustiger Mann? Und Artyom, sollen wir los? An der Biegung haben wer zuerst da ist, hat gewonnen.
Hals und Beinbruch! Mach keinen Scheiß. Okay, Freunde. Wir speichern gerade ab, das ist perfekt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann versuchen wir hier schleichend, falls Crest nicht auf die Idee kommt, irgendwelche Tiere nachzuahmen, hier durch die Gegend gehen und alles umbringen. Oder K.O. schlagen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.